Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe. Ja, doch, wurde einigermaßen vereinfacht von Desa. Aber ein paar Sachen kennt man halt noch wieder. Gerade so Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe und so, ne? Kriegskunst. Passiv. Lebens- oder Strahlpunkte von unerfahrenen humanoiden Gegnern werden angezeigt. Ebenso die Trefferwahrscheinlichkeit. Zauber kann er nicht. Sonderfertigkeiten. Hier findest du besondere Spezialmanöver und passive Fertigkeiten. Sonderfertigkeiten sind immer aktiv und müssen nicht gesteigert werden. Viele Sonderfertigkeiten sind erst erlernbar, wenn du eine andere Sonderfertigkeit bereits beherrschst. Neue Sonderfertigkeiten kannst du bei Lehrmeistern lernen. Ja, okay. Aber ich war noch gar nicht fertig. Du. Du. Können wir euch auch steigern? Grundwerte? Nein, wir können nur die hier steigern. Aber das ist die Steuer. Lebenspunkte. Magieresistent. Das klingt ganz praktisch. Ich glaube, ich erhöhe mal Lebenspunkte um einen Punkt wenigstens, damit es auf einer klaren Zahl ist. Ja, speichern. Waffentalente, Schwerter, Säbel. Nee. Körperbeherrschung. Geringe Chance, Niederwerfenattacken sowie negative Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Sinneschärfe, nee, komm. Er ist ein Tank, er soll einfach nur gut kämpfen können. Und zwar ruhig auch parieren ein bisschen. Kann ich das jederzeit wieder verändern? Ich glaube, ich gehe dann doch mit dem Leben ein bisschen aggressiv. Und wenn wir merken, dass wir zu sehr auf den Deckel bekommen, können wir es immer noch ändern. Ja, plus. Speichern, jo. Und du, Zauber. Was hast du denn da Schönes? Ignifaxius, den kennen wir doch. Hast du 6? Ein Feuerball hast du 0. Der macht wahrscheinlich Flächenschaden, ne? Ziel, Feinde, Felder. Armatrutz. Corpo, Fesso, Gliederschmerz. Minus 5 Gewandtheit. Nee. Was machst denn du? Erfolgswahrscheinlichkeit 64%. Das ist für einen Angriffszauber nicht gerade so toll. Ich glaube, das steigere ich lieber mal. So, 73%. Und den Feuerball steigere ich auch schon mal, weil ich den später bestimmt gerne einsetzen werde. Flächenschaden ist toll. So, speichern. Jo. Und wir würden gerne dahin. Oh, und hoffentlich gibt es Zufallsereignisse auf dem Weg von A nach B. Städte. In Städten rüstest du dich aus, heilst deine Wunden und erhältst neue Quests und Informationen. Heiler kümmern sich um deine Wunden und Vergiftungen. Je ramponierter deine Gruppe ist, desto mehr Gold kostet die Heilung. Bei Wirten kannst du für ein paar Silbertaler übernachten. Dadurch werden alle Lebens- und Astralpunkte der Gruppe wiederhergestellt. Allerdings weder Wunden noch Vergiftungen geheilt. Sprich mit der Wirtin Donna Misanti, um Informationen zu sammeln. Klicke auf die Figur, um mit ihr zu reden. Ah, also wir haben schon mal kein lästiges in der Stadt rumgelaufen. Das brauchen wir alles nicht, Schmied. Im wilden Süden braucht ihr Waffen. Und meine sind die besten. Händler. Bei Händlern lassen sich viele nützliche Gegenstände erwerben. Auf der linken Seite ist das Angebot des Händlers, auf der rechten dein Gruppeninventar. Um einen Gegenstand zu kaufen, ziehe ihn einfach vom Händlermenü in dein Gruppenmenü. Mhm, okay. Wir würden gerne Hosen verkaufen für 2 Dukaten. Also ja, die Preise sind definitiv nicht Standard dieser. Lederbeinlinge weg. Lederbeinlinge weg. Ja. Und die sind einfach alle viel zu teuer hier. Ein Beil für 8 Dukaten. Ich glaube, das sollten wir unserem Zwerg mal gönnen. Jo. Sonst macht er einfach keinen Schaden. So, schließen. Inventar. Du. Mwahaha. Dann kriegst du auch gleich das Schild. Und Girogan ist noch erstmal ein unbewaffneter Zuschauer. So halbwegs. Kriegt auch gleich die Handschuhe. So, irgendwie mag ich den Zwerg jetzt schon lieber als Girogan. Das ist kein gutes Zeichen. Armer Kerl. So, die Wirtin sollen wir ansprechen. Aha. Heute gar nicht gut gelaunt? Heute nicht, Donna Misanti. Schwierigkeiten? Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Für einen Silbertaler.
Irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Ermordet. Das schöne Mädchen. Warte. Kanntest du sie nicht näher? Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Nee. Raios, verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Nach Mengvilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nahe, nicht wahr? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. Das klingt nach nichts Gutem. Übernachten wollen wir nicht, ne? Bis irgendwann, Donna Missanti. Travia mit dir. Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. Was haben wir hier? Händler Alrico. Du? Solltest du nicht längst am Galgen hängen? Ja, okay. Also, er weiß schon mal, dass wir eigentlich sterben sollten. Aber er sieht doch ziemlich zwielichtig aus. Also sagen wir einfach mal... Ich konnte fliehen, aber jetzt... Aber jetzt kommst du ausgerechnet zu mir. Du hast Nerven. Ich habe Elanor nicht umgebracht. Mag sein, mag nicht sein. Was willst du von mir? Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein, Horatio sagt, sie ist verschwunden. Und das solltest du auch tun. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wieder herzurichten, heißt es. Noch was? Ich brauche Ausrüstung. Naja, Ausrüstung, die wir uns nicht leisten können. Ein Messer für 8 Silbertaler. Besser als nix, ne? Boah, wie teuer ist ein... Hast du ein Schwert? Das hatte der andere Händler gehabt, ne? Oh, was war das? Eine Wundbinde, eine Dukate. Das sollte ich mal kaufen. Jo, schließen. Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Suchen wir uns vorsorglich ein Grab. Also ich mag die Helden auf jeden Fall schon mal. Die sind sehr gut gewählt. Bevor du weiter siehst, solltest du deine Werte steigern. Das habe ich schon gemacht. Friedhof. So viele Gräber. Kalamals Gruft müsste hier irgendwo sein. Entdecke. Auch abseits der Weltkarte gibt es viel zu entdecken. Klicke auf eines der Gräber, um es zu erforschen. Über den grün leuchtenden Wegpunkten kannst du in die Stadt zurückkehren. Krypta, 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 Kreuzung. Ribbit, Ribbit, Ribbit. Oh, und gleich überfallen. Deckung und Sichtlinien. Große Objekte auf den Kampfkarten bieten Schutz vor Pfeilen, Bolzen und vielen Zaubern. Hohe Objekte bieten mehr Schutz als halbhohe Objekte. Fernkämpfer und Zauberer können nur auf Gegner zielen, die sich in ihrer Sichtlinie befinden. Oh, warte. Figurengröße. Auch handelnde Figuren auf dem Schlachtfeld versperren Sichtlinien. Dabei spielt ihre Größe eine nicht zu unterschätzende Rolle. Über einen Zwerg wie Naurim können andere Charaktere hinweg mit einer Waffe auf höhere zielen. Ein riesiger Oger hingegen wird auf den meisten Kampfkarten kaum Deckung finden und sich auch so verhalten. Na gut. So, was haben wir hier? Unser Magier. Du... Zauberst mal. Stopp. Du zauberst mal auf den da. Oh, der Zwerg ist dran. Hups. Du. Wuchschlag. Bam. Verteidigung. Jede Figur kann pro Runde nur einen Gegner parieren. Aha, wusste ich's doch. Achte darauf, dass deine Helden nach Möglichkeit nicht von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen werden. Okay. Gerogon ist dran mit seiner Fackel. Wuchschlag. Und macht genauso viel Schaden wie die Axt. Das ist interessant. Du. Zaubern. Ignifaxios. Chance 73%. Zu dumm. Was? Was soll aber das? Kampflog.
Zoberan misslingt Ignifaxius bei 73%. Okay, du. Wuchtschlag. Der ist gleich K.O. Sehr gut. Du Wuchtschlag. Au. Man muss gut was einstecken. Oh, und der hat da zwei Kratzer. Sind das zwei Wunden? Die kennt man ja auch aus DSA. Also wenn man eine Wunde hat, hat man halt Abzüge auf bestimmte Werte. Schieß einfach mal. Oh. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Pfeile kaufen sollen. Die kosten ja nur 5 Heller das Stück. Das ist echt ein Schnäppchen. Du hau den mal kaputt. Mhm. Du hau den mal kaputt. Nein! Doch. Der stürmt auf uns zu und schießt. Das ist interessant. Oh, kannst du gar nicht. Geh mal dahin. Jetzt aber, komm schon. Aha. Du stürmst den Weg, wie sie das für ein Zwerg gehört. Du stürmst. Warte mal, dahin. Du haust aber den. Ja, hier stehen alle im Weg. Du wartest. Du gehst dahin, dahin, haust ihm den Rücken. Und ich hätte wieder warten sollen mit ihm und nicht beenden, fällt mir gerade ein. Dann könnte er jetzt nämlich schießen. Aber egal, wir haben den Kampf eh gewonnen. Matrix? Was zur Hölle? Pfeilen ausweichen, ist eigentlich immer... Na gut, was haben wir? 25 AP und... Kurzbogen, Stiefel, Dolch, Klimbim, alles mitnehmen. So, Ausrüstung. Jagdpfeile für ihr. Kurzbogen hast du schon, richtig? Richtig. Dann nimm du doch bitte mal auch einen Kurzbogen. Obwohl du damit nicht besonders umgehen kannst, ne? Hm, okay, nimm schweren Dolch. Und Lederschuhe. Und Lederschuhe. Du siehst ganz schön angeschlagen aus. Mit einer Wundbinde und dem Talent Heilkunde Wunden lassen sich Wunden von Verbündeten noch während eines Kampfes heilen. Ja, nö. Ich gehe jetzt hier gleich wieder raus. Geh zum Marktplatz. Werd da schlafen wahrscheinlich. Und ein bisschen Krimskrams verkaufen. Bei dir. Noch was. So, Kurzbogen weg. Schuhe weg. Schuhe weg. Schuhe weg. So, 6 Dukaten. Könnten wir 6 Dukaten Federhut kaufen. Sehr schön. Schwacher Zaubertrank. Nee. Stolperfalle, Bärenfalle. Nee, raus. Was ich auch schön finde, anscheinend werden alle Sachen, die wir verkaufen, auch wirklich auf dem Händler gespeichert. Und ja, heutzutage kann man über solche Sachen froh sein. Denn bei recht vielen Spielen fällt sowas einfach auf unter den Tisch. So, du. Und? Wir hätten gerne ein Schwert. Boah, sind die teuer. 10 Dukaten. Von Rüstung ganz zu schweigen. Ja, okay, wir kaufen erstmal nichts. Wir schlafen einfach. Hier ist immer ein Bett für dich frei. Für einen Silbertaler. Ja. Du kennst ja den Weg. So. Ende. Alle ausgeruht. Sehr schön. Aber ja, das soll erstmal als kleinen Einblick reichen. Ich finde das Spiel ziemlich gelungen. Also das Spielprinzip mag ich, dass man so eine Art Räume hat, die man nach und nach abgeht und mehrere Entscheidungsmöglichkeiten hat. So wie das früher bei den ganz alten textbasierenden Rollenspielen noch waren. Aber es muss noch sehr viel dran gearbeitet werden. Aber ich denke mal, wenn man so in 2-3 Monaten da reinschaut, dürften sie soweit sein, dass es wirklich gut spielbar ist. Das heißt, ich speichere jetzt erstmal ab und wir sehen uns dann entweder bei Zeiten wieder hier in dem Spiel oder bei einem meiner anderen Projekte. Bye, bye.